Die deutsche Automobilindustrie steckt tief in der Krise und macht auch keinen Halt vor dem deutschen größten Automobilkonzern, nämlich Volkswagen. Der VW-Chef Thomas Schäfer gab deswegen kürzlich bekannt, dass man enorme Kosten einsparen müsse und dies nicht ohne einen Stellenabbau möglich ist. Dass daran allerdings die deutsche Politik schuld ist und dass die Ampelregierung hier ihren eigenen großen Anteil trägt, werde ich in diesem Video verraten. Mein Name ist Dominik Hettner und ich möchte Ihnen heute auch zeigen, wie der Untergang der deutschen Automobilindustrie durch die ideologisch getriebene Politik vorangeprescht wird. Denn bereits nach 2 Jahren Ampelregierung ist die harte Wahrheit, dass der größte deutsche Automobilkonzern nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Das ließ Thomas Schäfer, der Markenchef von VW, verlautbaren mit enormen Konsequenzen, die ich jetzt einmal präsentieren möchte. Denn laut dem VW-Chef Thomas Schäfer ziehen VW anscheinend andere Autohersteller davon und dies liegt nicht nur an den Kosten und an den Strukturen und den Prozessen, sondern vor allem an den gestiegenen Energiekosten, die es schlichtweg in Deutschland nicht mehr möglich machen, kosteneffizient zu produzieren. Wenn also Elon Musk doppelt so viele Fahrzeuge produziert wie die gesamte Elektromobilitätsbranche, dann muss man sich die Frage stellen, welche Rolle in der Zukunft die deutsche Autoindustrie überhaupt noch spielen wird. Doch kommen wir zunächst zum größten Problem laut Thomas Schäfer. Denn das größte Problem, das der Konzern hat, sind die zu hohen Kosten. Und dass hierbei neben den Stellen, die abgebaut werden müssen und den neuen Strukturen und Prozessen, die zu schaffen sind, vor allem auch die Energiepolitik ihre Schuld trägt, sollte hierbei jedem klar sein, auch wenn er es nicht so deutlich ausspricht. Denn insbesondere die hohen Lohnkosten, aber auch die hohen Energiekosten sind seiner Meinung nach der enorme Nachteil am deutschen Standort. Und wer diese hohen Kosten zu verursachen hat, diese Antwort können wir uns selbst geben, denn die Ampelregierung wollte es so. Die Atomkraftwerke wurden abgeschaltet in einer Zeit, in der wir sie länger benötigt hätten, denn die zerstörten Nord Stream Pipelines wurden nicht wieder in Gang gesetzt und man hält an Windkrafträdern und Solar- oder Photovoltaikenergie fest, die nun mal nicht den Bedarf in Deutschland decken kann, wie wir derzeit sehen, wenn wir rausschauen, denn überall liegt Schnee auf den Solarplatten und es kommt eben nichts an Energie dabei raus. Darüber haben die Grünen wahrscheinlich bis heute noch nicht nachgedacht. Deswegen nochmal der wichtige Hinweis, auch für alle Politiker, die dieses Video gerade erzürnt sehen. Das Resultat daraus, ganz einfach, energieintensive Unternehmen sind in Deutschland nicht mehr wettbewerbsfähig. Aus, das war's, das ist die blanke Wahrheit. Und verschuldet hat dies die Ampelregierung. Eine Ampel, die es derzeit nahezu auseinanderreißt, vor aller Kritik, die aus allen Richtungen kommt. Der entscheidende Punkt dabei war der verfassungswidrige Haushalt, in dem man versuchte, verfassungswidrig Gelder aus den Corona-Hilfsmaßnahmen in einen neuen Topf zu verfrachten, um die Energiewende weiter am Leben zu halten oder anders gesagt, um die Seifenblase nicht jetzt schon platzen zu lassen. Dass die Ampel dennoch an dieser wahnsinnigen, ideologisch getriebenen Politik festhält, sehen wir nun auch in den Konsequenzen und in den Zahlen. Denn bereits in den letzten 2 Jahren haben über 20% der energieintensiven Industrie das Land verlassen und die deutsche Automobilindustrie hat in den letzten 10 Jahren 36% Rückgang erlitten. Wir sehen also, wo uns diese Politik hinführt, in das Ende der deutschen Automobilindustrie, zumindest am deutschen Standort. Denn was bleibt diesen Unternehmen anderes übrig, als darüber nachzudenken, dieses Land zu verlassen und den Standort und die Arbeitsplätze ins Ausland zu verlagern. Denn insbesondere in die durch die Ampel vorangetriebenen Elektroautos, welche auch von der EU gefordert werden, ist es schlichtweg nicht mehr rentabel in Deutschland zu produzieren. Das war auch der Grund, warum VW bereits vor geraumer Zeit sagte, man wird in Deutschland keinen Standort mehr zur Produktion von Elektroautos bauen. Was jetzt also notwendig ist, um Kosten zu reduzieren, wie es VW-Chef Thomas Schäfer sagte, sind 2 ganz konkrete Schritte. Denn um Kosten zu sparen, müssen nun mal Stellen abgebaut werden, und zwar im großen Stil. Denn das geforderte und geplante Energieeffizienzprogramm soll 10 Milliarden Euro bei VW einsparen. Dies wird nicht ohne großflächige Entlassungen in Deutschland funktionieren und dies wird auch nicht ohne Standortverlagerungen möglich sein. Vielleicht werden Robert Habeck und Co. auch bald weitere Finanzspritzen aus einem nicht vorhandenen Finanztopf in die Konzerne blasen, solange bis in Deutschland die Lichter ausgehen.
Da wir hier aber weiterhin an Zombie-Unternehmen und ganzen Zombie-Industrien arbeiten, wie sie die deutsche Automobilindustrie zu sein vermag und auch in der Zukunft sein wird, sehen wir nun jetzt. Denn die Deindustrialisierung schreitet so schnell voran und unsere Politik macht den Standort Deutschland immer unattraktiver, dass mittlerweile deshalb auch die Großkonzerne am Kämpfen sind und zahlreiche Stellen abbauen. Dass dies also die Konsequenz und die Schuld der Politik ist, ist mit diesem Video hoffentlich für die Zukunft und für die Ewigkeit besiegelt. Wer sich derzeit in diesem Umbruch leider aufgrund der Stellenabbauten selbst betroffen sieht, den möchte ich gerne anregen, sich auch bei uns im Unternehmen zu bewerben. Wo also viele Unternehmen derzeit in Schräglage sind, gerade weil es energieintensive Zweige sind, bauen andere Unternehmen Stellen auf, unter anderem wir. Denn wir haben gerade erst, wie Sie vielleicht mitbekommen haben, ein neues Allzeithoch im Gold gesehen. Die Medien drehen übrigens auch derzeit den Tenor und bekennen Gold als das Investment, das derzeit Vogue ist. Vogue genug, wo es in den letzten Monaten doch immer noch bekämpft wurde und angegriffen wurde. Aus diesem Grund möchte ich Sie gerne einladen, sich hier zu bewerben, denn wir suchen derzeit 15 motivierte Mitarbeiter in unserem Unternehmen. Begonnen vom Videografen hin über den Bereich Grafikdesign, aber auch im Bereich Telefonsupport und im Finanzbereich. Die Stellen finden Sie alle unter diesem Video, bewerben sich deswegen gerne. Ich freue mich, wenn wir uns bald vielleicht schon täglich hier vor Ort sehen. Dass dies aber erst der Anfang ist und die Automobilindustrie nicht die einzige sein wird, sehen wir bereits jetzt. Denn die nächste Schlagzeile zeigt uns, dass die kleinen, aber auch die Großinsolvenzen in sämtlichen Wirtschaftszweigen auf neue Rekordniveaus schießen. Wir sehen, dass der Wohlstand, der in Deutschland auch übrig geblieben ist, das letzte Brot ist, von dem wir derzeit zehren und dass es nicht mehr lange dauern wird, bis dieses aufgebraucht ist. Wir stehen nur deswegen so gut da, weil wir jahrzehntelang Wohlstand erarbeitet haben, den man nun in Rekordgeschwindigkeit vernichtet. Und auch aus diesem Grund ist es jetzt notwendig, sein Vermögen auch für die Zukunft zu sichern, denn Enteignungen werden in naher Zukunft bevorstehen. Unsere Politik bereitet dies bereits längst vor. Aus diesem Grund habe ich für Sie hier einen kostenlosen Enteignungsratgeber zur Verfügung gestellt, den Sie sich gerne kostenlos runterladen können mit praktischen Praxistipps. Und für all diejenigen, die wissen möchten, was Annalena Baerbock gerade mal wieder verzapft hat, wo die Gelder ausgehen, sie aber weiterhin viel Geld ausgeben möchte, schaut gerne in diesem Video vorbei. Eines kann ich sagen, der Blutdruck wird auch hier wieder mal nach oben schießen. Bis dahin, euer Dominik Hettner.